Wie ihr alle wahrscheinlich auch, schaue ich mit großer Besorgnis auf das, was momentan in Israel passiert, aber auch auf die Reaktionen, die bei uns so laufen. Und da gibt es ja den palästinensischen, ja, Jugendlichen, 23, 22 Jahre oder 23 Jahre, der hier. Ich weiß gar nicht genau, ob er Palästinenser ist, aber zumindest mit palästinensischer Flagge, so berichten die Medien, dann in eine palästinensische Flagge gekleidet, Backwaren an Passanten verteilt hat. Und nun ermittelt die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei wegen 140 StGB. Was ist das überhaupt für eine Norm? Das ist also auch für Leute, die ab und zu mit Strafrecht zu tun haben, eher so eine Randnorm, die hat man nicht jeden Tag auf dem Tisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte überhaupt noch kein Verfahren aus dem Bereich. Und deswegen mal kurz so ein bisschen erhellt, worum es dabei geht. Der 140, der bestraft das Belohnen oder Billigen von Straftaten. Und zwar nicht von irgendwelchen Straftaten. Ja, also wenn jetzt jemand sagt seinem Kumpel, da hast du drei Schrippen geklaut, wunderbar, kriegst noch eine vierte von mir dazu, ja, dann ist das da nicht gemeint, denn es gibt einen Katalog von Straftaten, sogenannten Bezugsstraftaten, also besonders schweren Straftaten, die hier gemeint sind. Also nur das Belohnen oder Billigen dieser Straftaten kann wiederum diesen 140 als Straftatbestand auslösen. Da sind hier so Dinge wie Hoch- und Landesverrat, schwerer Landfriedensbruch, Mord und Totschlag, Kriegsverbrechen und Völkermord und also besonders schwere Delikte. Auch noch sexueller Missbrauch von Kindern. Also es gibt auch, geht jetzt auch noch in eine ganz andere Richtung, ja, aber so jedenfalls Taten, die eine erhebliche Schwere haben und auch so ein bisschen öffentlichen Bezug, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wo also viele Leute von betroffen sind, zumindest in den Auswirkungen. Ja. Und hier sicherlich, wenn man jetzt überlegt, welche Bezugsstraftaten könnten das sein, da könnte sicherlich ein Kriegsverbrechen und Völkermord, ja, möglicherweise auch sowas wie Landfriedensbruch und ähnliche Dinge, könnten hier eine Rolle spielen. Der nächste Punkt ist immer Belohnen und Billigen. Also beim Belohnen zumindest ist es so, dass wir da keine besonders hohen Anforderungen haben. Ja, also auch wenn du ihm eine Papier Urkunde machst und dem Täter in die Hand drückst, dann hast du den damit schon belohnt wohl. Ja, da die Norm nicht so häufig vor Gericht ist, ist natürlich die Rechtsprechung auch nicht so dezidiert. Und bei der Frage des Billigens, da ist es noch unklarer, was konkret da passieren muss, damit ich so etwas billige. Ja, da sage ich mal, reicht es auch nicht, dass ich sage, das finde ich ganz okay oder das finde ich ja noch okay oder die armen Palästinenser, die müssen sich ja auch irgendwie zur Wehr setzen. Sowas würde ich sagen, wenn ich das jetzt unter vier Augen mache oder im privaten Rahmen, dann würde das wahrscheinlich noch unter die Meinungsfreiheit fallen. Denn beim Billigen brauche ich noch eine Störung des öffentlichen Friedens. Wenn jetzt aber in so einer Situation in Deutschland jemand so etwas macht wie der, dann würde ich persönlich sagen, spricht doch einiges dafür, dass das schon so ein Grenzdelikt sein könnte, also so ein Grenzbereich sein könnte, der möglicherweise auch strafbar sein könnte. Ja? Ich sage deswegen so vorsichtig, weil es hat bei der Billigung, ist es noch ein bisschen komplizierter, ja, da gibt es halt noch ein paar zusätzliche Voraussetzungen. Der Zustand der allgemeinen Rechtssicherheit muss irgendwie in einer Art und Weise beeinträchtigt werden, dass das Vertrauen der Bevölkerung hier und Sicherheitsgefühl beeinflusst wird und so weiter, sodass wir wahrscheinlich tatsächlich eher in dem Bereich belohnen, das Ganze ansiedeln werden und sagen, die jetzt einfach nur verbal sich da äußern würden, da wird es wohl ein bisschen schwierig, aber bei dem könnte man eben durch dieses Verteilen der Backwaren direkt an der Belohnung ansetzen. Und ja, jetzt die Frage, wie geht das weiter? Also das Strafverfahren, der wird eine Anhörung bekommen, und dann ist halt die Frage, ob die Staatsanwaltschaft das und wie lange die das durchziehen. Wir haben natürlich ein erhebliches öffentliches Interesse in der Situation jetzt, dass Deutschland sich ganz klar nicht
also gegen solche, dass man sich gegen solche Taten positioniert. Das reicht allerdings bei einer Frage der Strafbarkeit natürlich nicht aus. Da gibt es dann viele Möglichkeiten der Verteidigung, ja, auch in diesem Falle. Und ich sag mal, ich bin selbst auch gespannt, wie nachher die Gerichte diese Tatbestände handhaben werden. Am spannendsten und am ehesten vergleichbar wahrscheinlich mit dieser X-Geschichte als Solidarität mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Ja, da würde man wahrscheinlich jetzt die Straftaten sehen. Also ich werde das hier weiter beleuchten und mir auch demnächst in einem Video noch mal ein bisschen ruhiger angucken. Das hier mal so als erste Geschichte. Auf jeden Fall gibt es ja dann noch den ganzen ausländerrechtlichen Teil. Der ist wahrscheinlich noch problematischer für die Betroffenen. Allerdings ist da dann auch wieder die Frage, jetzt lese ich immer so, ja, die müssen damit rechnen, abgeschoben zu werden und so. Da ist natürlich die Frage, ob sie wirklich dann, wie weit das umgesetzt wird. Ja, also diverse Leute müssen da natürlich streng genommen mit einer Abschiebung rechnen, aber sie werden halt nicht abgeschoben. Ja? Da muss man mal gucken, ob das nicht noch komplizierter ist. Hört sich erst mal immer gut an, ja, zu sagen, ja, da gehen wir massiv gegen vor. Die Frage ist natürlich immer, wie wirkungsvoll das Ganze ist. Schreibt mir gern eure Meinung dazu unter die Kommentare, aber bitte immer auf dem Boden des Grundgesetzes.